Hey Leute, willkommen wieder zu Dragon Quest 7. Ja, wir haben das letzte Mal die Krypta geöffnet hier, zur Rechten, und uns schon ein Artefakt genommen, das wir wohl für die weitere Rätselslösung benötigen, ja, in dieser komischen Kammer, wo uns der Geist etwas gesagt hat über diese Grabstätten, an denen es eben Rätsel zu lösen gilt. Und darum werden wir uns jetzt auf jeden Fall kümmern, denn ich schätze mal, das schaffen wir auch in dem Part. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ist ja alles noch sehr mysteriös gehalten. Und anscheinend ist das hier alles nicht besonders kompliziert, wenn das hier immer identisch ist und immer nur zwei Schalter betätigen muss. Okay, von mir aus, gut. Das finde ich jetzt doch ein wenig, naja. Ich dachte jetzt eigentlich, das wären unterschiedliche Rätsel, aber okay. Wie auch immer. Vielleicht sind dann ja die anderen beiden Rätsel anders. Wer weiß, wer weiß. So, das sieht auf jeden Fall schon eher nach einem Helm aus. Hm? Was haben wir denn hier? Chris stöbert ein wenig herum. Sein Glück, ein Helm des Heiligen. Okay, ja, diese Artefakte haben eben alle eine wichtige Rolle anscheinend inne. Und die sammeln wir jetzt hier gerade ein in diesem Gebiet, was uns jetzt ganz frisch offen steht. Obwohl ich immer noch erstaunt bin, dass wir bisher keine Kämpfe haben. Interessant auf jeden Fall. Das finde ich schon ein wenig erstaunlich. Aber gut, so ist es natürlich auch alles sehr entspannend. Exploration, Leute. Exploration. Auch wichtig. Weil ich mich ja wundere. Ich meine, so ein Tor hier, das versperrt doch auch nicht wirklich was, oder? Man hätte doch mal mit dem Boot drum rumfahren können, oder nicht? Ich meine, das sieht jetzt nicht besonders kompliziert aus. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ja gut, die Grabstätten an sich waren nicht offen, ne? Krypta des Windes und des Wassers, okay. Ein weiterer Abschnitt hier. Was haben wir denn hier? Und schwupp, ein weiteres Grabmal steht offen. Und anscheinend ist das tatsächlich so, dass die alle identisch sind. Na gut, das hier ist dann wohl die Wasserkrypta, ha? Hui, ein Schwert, das ist ja schön. Das finde ich dann natürlich schon sehr schick. Ist die Frage, ob wir das überhaupt alles equippen können oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das wäre dann wahrscheinlich schon zu viel des Guten. Aber es sieht natürlich alles sehr, sehr toll aus. Ja, ich bin mal gespannt, was da die Story dahinter ist, ne? Irgendwas setzen wir da ja im Gang. Ich denke eher, dass wir irgendwie was ganz Böses anstellen, indem wir hier was öffnen. Chris stöbert ein wenig herum. So ein Glück, ein Schwert des Heiligen. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich meine, das ist schon irgendwie merkwürdig. Warum gibt es nur eine Insel? Warum gibt es hier diese Ruinen von irgendeiner Zivilisation? Das ist doch alles irgendwie ganz merkwürdig. Das ist doch faul. Das kann doch einfach nicht wahr sein, alles. Aber was auch immer nicht stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort darauf werden wir alsbald finden. So, die letzte Ruine hier, bevor wir dann wieder zurückkehren können. Diesmal ist es der Wind hier mit den schönen grünen Flammen. Ein Schild, ja. Damit haben wir dann einen Helm, eine Rüstung, ein Schwert und ein Schild, ja. Ganz klassisch, ganz klassisch. Aber Spiel, gib mir mal ein paar Kämpfe, ja. Das vermisse ich ja jetzt schon fast, das ist nur so ungewohnt, ich weiß auch nicht. Ich meine, ja doch, auch Dragon Quest und so, Final Fantasy und so, fangen doch oft auch mit einigen Kämpfen an, muss man sagen. Oft ein bisschen actionreicher, das Spiel hier ein bisschen eigen, was das betrifft, was nicht zwingend schlecht ist. Ich mag auch ruhige Einstiege durchaus, wenn sie gut gemacht sind, ja, und das scheint ja bisher der Fall zu sein. Das kann man, denke ich, ruhigen Gewissens noch sagen. Außer es kommt dann ein total enttäuschender Twist, wo ich mir denke, Alter, das hättet ihr auch besser machen können. Ohne Witz, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, Leute. Okay. Gehen wir jedenfalls wieder zurück zu den anderen Ruinen, ja. Wo wir dann mit Hilfe dieser Items hoffentlich auch endlich etwas anstellen können. Und da drüben, da ist ja auch immer noch diese Höhle, weil ich das jetzt schon wieder sehe. Ich bin ja echt gespannt, wann man wohl zu dieser Schatzkiste dahin kommt, ja. So ungeöffnete Schatztruhen, das ist immer sowas, das geht einfach nicht, ne? Denke ich mir, oh mein Gott, ich will diese verdammte Schatzkiste haben. Ah, gib mir den Inhalt. Aber okay. So. Alles klar, da geht's jetzt wieder zurück und ich bin echt mal gespannt, was uns der Geist jetzt zu erzählen hat.
Ach so, natürlich ist ja noch ein bisschen ein kleinerer Weg hier. Ach ja. Eine allgemeine Frage so. Wer hat denn hier von den Zuschauern überhaupt schon Dragon Quest gespielt? Ist das hier noch völlig neu für euch oder so? Ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Ich weiß, dass Square Enix leider ja mit der Dragon Quest Reihe so ein bisschen, ja. Ich weiß auch nicht, es ist immer so ein bisschen Final Fantasy, das große Zug fährt und dann würden ganz gerne mal andere Reihen hinten angestellt. Ich fände es zum Beispiel absolut phänomenal fantastisch, wenn es mal eine Fortsetzung der Chrono-Reihe gäbe, ja, Spiele in dem Stil mal wieder zu machen, weil ich ein riesiger Chrono-Trigger und Chrono-Cross-Fan bin. Super Spiele, grandios gute Rollenspiele. Ich liebe sie, es ist phänomenal gut. Und ich persönlich finde ja immer, dass Final Fantasy tatsächlich meistens doch eher was Durchschnittliches ist tatsächlich. Und die guten Rollenspiele eher andere sind. Aber okay. gibt auch Ausnahmen. Das will ich nicht sagen, ja. Ist nur so meine persönliche Meinung. Aber okay. Oho, ausgezeichnet. Ihr habt alle sakralen Gegenstände gefunden. Jetzt müsstet ihr nur noch ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückbringen. Wenn ihr Hilfe braucht, um herauszufinden, welchen Heiligen welcher Gegenstand gehört, dann sprecht doch einfach mit ihnen. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich schwer, ne? Hier zum Beispiel. Ich bin der Erste der Hohen Heiligen. Ich herrsche über die Erde, den Grund, auf dem wir wandeln. Vor langer, langer Zeit war die Oberfläche unserer Welt flüssig und ständig in Bewegung. Sie war schutzlos, wehrlos. Mit der Zeit legte sich eine Rüstung in Gestalt der Erde an, ja? In dieser Statue die Rüstung des Heiligen darbringen. Ach so, ja gut, das ist ja dann selbsterklärend. Okay. Wow, es ist sogar alles hinten markiert. Okay. Es leuchtet. Und tada, die erste Statue wäre ausgerüstet. Spannende Sache. Dann machen wir doch mal weiter. Ich bin der Zweite der Hohen Heiligen. Ja gut, wir haben diese Dialoge ja alle schon gehabt im letzten Part, ne? Von daher überspringe ich das jetzt mal so ein bisschen, ne, damit wir auch gut vorankommen. Ist ja immer ein bisschen umständlich, dass man ja in der Kirche speichern muss. Hätte man von mir aus sogar durchaus umändern können, weiß nicht. Ist aber auch immer so, ja, ist eher was... Würde mich jetzt privat gar nicht so sehr stören als in der LP, wo ich, sage ich mal, eine relativ konstante Folgenlänge habe. Im Großen und Ganzen. Von daher verschmerzbar. Ist halt immer so eine Sache mit Speicherpunkten, ne? Also zumindest diese, so eine Schnellspeicherfunktion, ne? Wo du so einen temporären Save hast. Wo du halt gleich das Spiel verlässt und dann wieder einfach an der Stelle einsteigst direkt. Das kann man ja auch machen, ne? Wenn es einem wirklich darum geht, dass Save Games auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad regulieren. Das ist ja meistens so der Hintergedanke bei Speicherpunkten. Und ansonsten hätten Speicherpunkte ja nicht wirklich einen Sinn, ne? Ah, Moment. Kann ich das bitte auch noch auswählen? Danke. So. Dann dürfte sich doch jetzt dieses nette Tor hier öffnen, ja? Das Schwert des Heiligen. Chris platziert das Schwert des Heiligen. Zu schade, dass wir diese Dinge nicht ausrüsten können. Aber wir sehen auch ein bisschen klein aus, würde ich sagen. Das wird doch nicht so ganz hinhauen. Uiuiuiui. Ein gleißendes Licht, meine Güte. Der Geist verschwindet direkt, okay. Freut sich so ein bisschen. Juhu, wie lange wartete ich schon? Wie viele Jahrzehnte, nein, Jahrhunderte sind vergangen. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Ich habe so lange geduldig darauf gewartet, dass ein Außerkorner kommt und endlich ist die Tür öffnet. Aber ich kann nicht nun meine endlich Vergebung von höherer Stelle erlangen und werde nicht mehr an diesen Ort gebunden sein. Ich weiß nicht. Sollte man ihm trauen? Es ist eine Katze. Keine Ahnung. Ein Katzengeist. So sieht er ein bisschen aus. Also hier kommt man anscheinend noch nicht rein. Okay, ich dachte, das öffnet eigentlich eher die Tore, ehrlich gesagt. Dass es vielleicht noch Rätsel gibt, die man hier dann lösen müsste. Aber sehen wir doch mal. Hoppla, wo sind wir? Der Raum wird vom Klang einer seltsamen Stimme erfüllt. Dies ist die Kammer der Fügung. Nur diejenigen, die auserkoren sind, dürfen diesen heiligen Ort betreten. Was war das? Hast du gerade was gesagt, Chris? Nope. Wie bitte? Das warst nicht du? Wenn nicht du, wer denn dann? Solltet ihr Hilfe benötigen, sprecht mit dem Geist, welcher hier weilt. Euer Pfad wird enthüllt werden. Was zum? Ich höre Stimmen. Egal, ich glaube, wir sollen mit irgendeinem Geist oder so sprechen. Wahrscheinlich ist dabei damit unser schwebender Freund dort drüben gemeint. Hallo. Also komm schon, Chris, hören wir uns an, was unser lila Kumpel zu sagen hat. Okay, dann machen wir das mal.
Hallo und herzlich willkommen. Die Kammer der Fügung feiert ihre längst überfällige Wiedereröffnung. Ihr vielleicht schon vermutet habt, bin ich hier der Verantwortliche, wie ich den Posten bekommen habe. Sagen wir einfach, ich bin von einer höheren Macht dazu auserwählt worden. Ich weiß, ich sehe aus wie 21, aber eigentlich bin ich schon um die 300. Oder waren es 500? Ist auch egal. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt, richtig? Außerdem gibt es wichtigere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit diesen vier riesigen Säulen dort unten, ja? Okay, was hat das denn damit jetzt auf sich? Wenn ihr genau hinseht, werdet ihr erkennen, dass sich oben auf jeder Säule eigenartige Proteste befinden. Jupp. Solltet ihr auf euren Reisen Fragmente von Steintafeln finden, dann bringt sie auf jeden Fall zu mir. Fragmente sollten sich passgenau in eines dieser Proteste einfügen lassen. Und keine Sorge, über die Feinheiten unterhalten wir uns, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ja gut, eines haben wir dann schon, oder? Ich meine, wir haben doch solche zwei Steintafeln gefunden, ne? Schau an, schau an. Ihr möchtet euch die mysteriösen Säulen also genau ansehen. Ausgezeichnet. Welche dürfen es denn sein? Ah ja, da steht ja auch. Ich habe was im Gepäck, ne? Hier gelbe. Ihr entscheidet euch für gelbe Säulen. Eine ausgezeichnete Wahl. Und welches Protest interessiert euch nun genau? Ah ja, okay. Interessant. Was ist damit? Man kann hier tatsächlich Dinge einfügen, ne? Ist das schon richtig? Ja, das passt da definitiv rein. Okay. Was auch immer wir damit dann bewirken. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, würde ich sagen. Interessant, interessant. Das wird wahrscheinlich auch wirklich einmalig immer sein, ne? Okay. Du hast keine Tafelfragmente, die darauf passen. Schade. Na gut. Schau an, schau an. Ihr möchtet euch die mysteriösen Säulen genau ansehen. Ja, ja, ist gut, ist gut. In der Kammer der Fügung, wo alle Gebiete der Welt repräsentiert und verwaltet werden. Ja, das deutet eigentlich schon ein bisschen darauf hin, ne, dass diese Welt doch um einiges größer ist, ne, als nur diese kleine Insel da. Moment, die höheren Mächte teilen mir gerade etwas mit, ich hab's gleich. Ja, verstehe, nun ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass da draußen noch ein Fragment darauf wartet, für euch gefunden zu werden. Sucht nach einem großen Schiff, das gerade im Hafen eingelaufen ist, und ihr werdet irgendwo in der Nähe fündig. Viel Glück da draußen. Ah, ja, ja, gut, das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Fragmente in die richtige Position gelegt haben. Gebracht hat es aber rein gar nichts. Bestimmt müssen wir noch weitere Fragmente finden, um das Puzzle zu vervollständigen. Also Chris, lass uns losgehen, frische Luft schnappen und über unsere nächste Aktion nachdenken. Okay, er meinte jetzt, dass ein Schiff ist neu eingefahren. Das ist natürlich interessant. Könnte das bedeuten, dass vielleicht Ankonis schon wieder zurück ist? Das wäre dann aber ein sehr kurzer Ausflug gewesen, oder? Ich weiß es nicht genau. Mann, die Sonne blendet ganz schön. Ich kann nicht glauben, dass es schon Tag ist. Was, ernsthaft? Okay. Ich sollte besser zurück zum Schloss. Ich werde mich auf die Suche nach diesen Steintafeldinger machen, von denen unser schwebender Freund geredet hat. Bin mir aber nicht sicher, ob ich viel finden werde. Gestern habe ich das Schloss von oben bis unten durchsucht und bin dabei auf nichts gestoßen, was danach ausgesehen hätte. Und dein Vater und seine Mannen sollten noch wieder von ihrer Fangtour zurück sein, oder? Lass dich am besten auf den Weg zurück nach Putzbüttel machen. Wir wollen ja nicht, dass jemand Verdacht schöpft. Wenn du irgendwas Interessantes findest, kommst du mich sofort holen. Klar? Bis später. Anna, stimmt natürlich. Unser Vater ist ja nur ein Fischer in dem Spiel. Natürlich ist er schon wieder zurück. Das wäre dann eher bedenklich, wenn es anders wäre, ne? Eine Nacht draußen auf hoher See, ja. Kann ich mir doch dann vorstellen. Ach ja, und wieder die schöne Musik der Overworld bei Tag. Sehr schön, okay. Ach ja. Na, auf jeden Fall eine große Stärke schon mal, das kann man schon mal anmerken. Der Soundtrack scheint recht stark zu sein, den das Spiel zu bieten hat. Das definitiv. Na, dann kehren wir mal zurück. Dass es schon Tag ist, ist vielleicht nicht so gut. Ach ja, diese Musik wieder. So, und das muss ich dann wohl an Bord hier befinden. Na, dann gehen wir nochmal direkt drauf. Eines Tages werde ich am Steuer stehen, da bin ich mir sicher. Ein paar meiner Freunde fragen mich ständig, ob es auf der See langweilig wird. Wir haben alle keine Ahnung, die so Land ran. Das Meer ist immer in Bewegung, seine Laune ist wechselhaft. Einen Tag zornig, am nächsten freundlich und sanft. Und im nächsten Moment dann plötzlich traurig. Nein, ich werde niemals genug davon bekommen, da draußen auf den Wellen zu sein. Okay, schauen wir uns dieses Schiff doch mal genauer an, ne? Das müssen wir jetzt dann doch unter die Lupe nehmen. Ich sehe schon. Also, ja, das kann ich natürlich nicht. Wenn ich hier B drücke, kann ich mich ja unterhalten, aber es ist ja niemand da. Ah, vielleicht noch ein bisschen wieder Sachen kaputt machen, keine Ahnung. Das wäre vielleicht zu einfach, oder? Schauen wir uns jedenfalls mal ganz genau hier um. Ah, Moment, das Zeugs dort schaue ich mir später an. Flop, flop, okay. Nichts da, okay. Ah, wird das schon irgendwo lagern, ha? Huh? Ein weiteres Fragment. Klonk. Wieder alles zerhauen. Mit
Mit seiner übermächtigen Faust, ja. Ein halber One-Punch-Man. Naja, ein bisschen was fehlt da schon noch. Aber schon mal nicht schlecht, ja. Einfach so hier Porzellan und Holz mit einem Fausthieb schnell zu zerhauen, ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Eine ganze Vase oder so. Okay, interessanterweise scheint ja nichts an Schiff zu sein, ne? Oder ich habe was übersehen. Oben war ja, glaube ich, noch was. Schauen wir uns das mal genauer an. Ah, Moment, andere Seite hier. Vielleicht in den Schüben hier? Das ist nichts Besonderes. Und nochmal nichts Besonderes. Wie gewohnt eigentlich. Na gut, er ist jedenfalls zurück. Dann schätze ich mal, dass er vielleicht was aufgetrieben hat, ja? Ach ja, er hat anscheinend guten Fang erzielt hier. Gehen wir mal rein. Ach, da ist er ja. Okay. Er hat doch bestimmt was zu sagen, oder? Willkommen zurück, Junge. Oder warte mal, sollte es nicht eher du sein, der mich zu Hause willkommen heißt? Hahaha. Die Gezeiten haben es mir verraten. Ich wusste, es würde ein gutes Jahr werden, aber ich hatte ja keine Ahnung, wie gut. Wir haben schon seit Ewigkeiten keinen so guten Fang mehr gemacht. Seit dem Jahr, in dem du geboren wurdest, nicht mehr. Wenn ich so darüber nachdenke, war ein Geburtsjahr in dieser Hinsicht das Beste von allen. Da kann nicht einmal der Fang mithalten, den wir dieses Jahr eingeholt haben. Damals bin ich nach Hause gekommen und wollte schon damit prallen, wie viel Fisch wir gefangen hatten. Was sagst du auf mich, du? Haha, du hast mir doch glatt den Wind aus den Segeln genommen. Konntest es einfach nicht erwarten, auf die Welt zu kommen, was? Ich hab dich in den Arm genommen, du hast angefangen zu heulen und ich... Verzeih mir, Junge, lass uns lieber über Fisch reden, ja. Ich habe eine Menge Fisch gefangen. Der Frachtraum war zum Bersten voll. Heute Nacht werde ich schlafen wie ein Stein. Ich sag dir, ich könnte mich gar nicht besser fühlen. Zurück bei meinen Lieben nach einer harten Fangtour. Was, mein Junge, brauchst du was? Willst du vielleicht auch ein Gläschen leckeren Sardinenlikör? Was? Oh mein Gott, das klingt ja furchtbar. Haha, ob wir auf See etwas Seltsames gefunden haben? Jetzt, wo du sagst, ja, das haben wir. In einem unserer Netze hat sich ein sehr merkwürdiges kleines Dingelchen verfangen. Und habe ich es gleich nochmal gepackt. Ach ja, hier ist das alte Stück einer Steintafel, soweit ich das sagen kann. Ich hatte vor, es ins Schloss zu bringen, damit einer der Gelehrten dort es sich anschaut. Weißt du was, ich schlafe gleich im Stehen ein. Warum bringst du es nicht einfach an meiner Stelle, hm? Dann kannst du es auch deinem Freund, dem Prinzen, zeigen. Hier, bitte sehr. Nicht runterfallen lassen. Ah ja. Chris nimmt das gelbe Steinfragment an sich. Okay. Ach, mein Sohn, wie ich die Küche deiner Mutter vermisst habe. Sie hat wieder einen Volltreffer gelandet. Dieser Sardelleneintopf ist einfach nur köstlich. Oh Gott, ich habe das schlimme Gefühl, die ernährt sich von nichts anderes. Und wer ist das überhaupt? Ach, fragen bitte, ich will nur Boden von Glas nicht sehen. Ach, das ist dieser unfähige Hook hier. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Hätte ich gedacht, dass er so grässlich aussieht. Ja, das ist Chris, dann zur Abwechslung. Wo ist ich daheim? Das kommt wohl als nächstes. Ach Gott, oh Gott. Weißt du, hast meinen Schatz gekrallt, Spanier? Die Unschuldsmine. Du weißt genau, wovon ich spreche. Nope. Einem auf. Du mach was? Da sollst du in meine Bude reinspazieren und sie an meinen Sachen bedienen. Du bist der Übeltäter, versuch's nicht es zu leugnen. Du hast ihn, oder? Gib's zu. Mm-mm. Du hast auch noch den Nerv, mich anzulügen. Da müssen wir das Olaf harte Tour machen. Bäm! Chris hat jetzt eine dicke Beule am Kopf mit freundlichen Grüßen seines Onkels Hoki. Wow. In der Aufregung fällt Chris der Senkstein aus der Tasche und auf den Boden. Ach Mensch. Du warst es, verdammt nochmal. Ich wusste es hier. Er mit dem Teil. Ich wette, der Senkstein ist noch ziemlich nützlich und den brauchen wir sicherlich irgendwann noch. Verdammt nochmal. Mensch. Wir wollen doch unseren Kumpel nicht enttäuschen. Ja, es kommt unser dämlicher Onkel doch bestimmt nicht in die Quere. Aber nein, es musste ja anders kommen. Oh mein Gott, aber Leute, ich würde sagen, zu den Ruinen brechen wir Max mal auf. Ich bin echt gespannt, was es dann damit auf sich hat, ja? Wenn wir dieses Fragment dann einfügen, könnte mir irgendwie vorstellen, dass einfach auf einmal eine neue Insel auftaucht oder so. Das wäre jetzt so mein Gedankengang. Wer weiß, lassen wir uns überraschen, ja? Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Soweit entwickelt sich ja alles, ja? Dann wird der nächste Part sicherlich ein sehr aufregender. So, auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7.